Ein Baby zu bekommen gehört wohl zu den aufregendsten und spannendsten Reisen, die man starten kann im Leben. Aber die große Frage ist, wie viel kann man sich eigentlich noch für die Kinder leisten? Die Inflation ist zwar aktuell wieder gesunken, dennoch machen die Teuerungen natürlich den Österreicherinnen und Österreichern zu schaffen. Wir sind hier im Babyshop in Wien und haben mal nachgefragt, wie sieht es eigentlich aus mit der Kaufkraft und fragen auch selbst Mütter und bereits eine Großmutter, wie es ihnen mit der Familie bereits geht. Ja, ich glaube, die Inflation ist unwesentlich zurückgegangen. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr als 1%. Und also wie ich das sehe, ja, also wenn ich jetzt davon ausgehe, mal als Mama, ja, dann ist das für mich natürlich ein großes Thema, weil heutzutage muss man sich 3 Kinder auch leisten können. Vor allem lange leisten können. Ja? Wir haben jetzt hier Babys, aber die Kinder studieren ja auch. Ja? Also du hast lange die finanzielle Last, Verantwortung. Und das merkt man sehr wohl. Ja, also das merke ich bei 3 Kindern wahrscheinlich ein bisschen stärker, als wenn ich jetzt vielleicht nur unter Anführungszeichen 1 hätte. Es gibt ja immer einen gewissen Lebensstandard, den man führt und den man natürlich auch beibehalten will. Und es ändern sich die Prioritäten nicht, aber man überlegt natürlich. Ja, und für mich war immer wichtig, die Kinder, was die Ausbildung betrifft, das ist ganz wichtig für mich, ja, so dass die Schulen, alles was das betrifft, was die Zukunft der Kinder einfach betrifft und auch die Vorsorge, die finanzielle Absicherung, da überlegt man natürlich mehr als früher, ja. Wenn du auch mit neuen Müttern Kontakt hast, früher war der Wunsch nach einer großen Familie allgegenwärtig. Merkst du auch da, überlegt man schon mehr, ob man sich überhaupt mehr als ein Kind noch leisten kann? Ja, absolut. Ja, ja. Obwohl für mich natürlich ein Kind immer so eine Herzenssache ist. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich mal 3 Kinder habe, wenn du mich gefragt hättest früher. Aber natürlich, ja, weil man will und alle Mamis wollen das. Ob sie jetzt hier bei uns was Schönes kaufen wollen oder ob sie einen tollen Workshop machen wollen, einen tollen Kurs. Jede Mami will für das Kind das Beste. Ja. Und das Beste kostet halt oft natürlich auch Geld, so ist das, ja. Und man will dann, es verschiebt sich, man verzichtet dafür auf was anderes, glaube ich. Also wir Mütter sind ja sehr auf Verzicht auch getrimmt. Ja. Also bevor ich mir was kaufe, und so höre ich das von allen Mamas, kaufe ich für meine Kinder was. Ja. Arbeitende Mami auch schon ein ganz großes Stichwort. Eigentlich bleibt denn heutzutage fast nichts anderes mehr übrig, wenn man Kinder hat, oder? Früher war es noch normal, die Mutter kann zu Hause bleiben. Das ist ja fast in wenig Familien noch möglich. Ja, stimmt. Also ich habe das auch noch so erlebt, ich selbst als Kind. Meine Mama war auch bei mir zu Hause und zwar 13 Jahre. Und du hast völlig recht, das kann man sich heutzutage nicht mehr leisten. Also ich glaube, das ist schon ein großes Thema, dass halt wirklich die Frauen in einer mehrfachen Belastung ausgesetzt sind. Und gleichzeitig kenne ich aber so viele tolle Mamas, die das auch ganz toll hinkriegen. Ja? Und wir auch zu Hause gar nicht glücklich wären, nur zu Hause unter Anführungszeichen. Ja. Jetzt habt ihr hier wunderschöne Sachen natürlich. Wie sehr spielt da vielleicht auch gerade die Lebensumstände, die Inflation ein großes Thema? Ihr habt wunderschöne Taufkleider auch. Das ist ja eigentlich der Einstieg ins Leben. Ja? Wie oft wird da geschaut, ah, das muss ich zurücklegen oder nicht? Oder nehme ich doch beides oder überwiegt dann doch einfach die Herzentscheidung? Ja, also wir sind ja spezialisiert auf Tauf- und Festmode und ich muss sagen, gefeiert wird nach wie vor. Weil ich glaube, das macht ja das Leben auch so lebenswert und das ist das, wo dann halt der Fokus ist. Ja, und wenn man sagt, man hat ein großes Fest, dann gönnt man sich das auch. Aber natürlich merken wir auch, dass die Kunden überlegen und vergleichen und abwägen und da punktet wieder die Qualität und auch wie man mit den Kunden umgeht und auch dieses Verständnis. Wir haben hier viele Mamis im Shop und auch Großmütter. Nämlich unsere Chefin ist ja schon zweifache Großmutter. Also von dem her, wir können das verstehen. Und ich glaube, die Kunden fühlen sich dann auch mehr aufgehoben und haben dann auch mehr Kaufkraft, wie es halt letztendlich so ist. Und ihre Entscheidung fällt leichter, weil sie hier alles bekommen. Wenn du jetzt an die Zukunft der Kinder denkst, ne? Die einen sind ja schon dann doch groß, ja? Wie viele Probleme stellt das vielleicht dar, dass man sagt, man kann die gar nicht mehr so unterstützen wie früher vielleicht? Ne? Dass man sagt, na gut, die wollen dann irgendwann ihr eigenes Auto, alle und Co., wenn einfach die Preise generell so hoch sind. Ja? Was hast du da für Erfahrungen bereits gesammelt? Welche Gespräche hattest du mit deinen Kindern darüber? Ja, also mit den Großen, meine Tochter ist ja schon 23 und studiert, die haben das
aber auch so miterlebt. Ich finde es auch ganz wichtig, dass sie sehen, dass die Mami arbeitet, dass sie sehen, dass das halt zu tun ist. Und das ist auch die Generation, die damit aufwächst, dass Frauen auch im Beruf stehen und auch das Geld nach Hause bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dadurch, dass ich meine Kinder sehr einbinde, haben sie auch mehr Verständnis. Es ist ja klar, ja, das, was ich geben kann, gebe ich, und das ist das Wichtigste, ja. Und viele Dinge kannst du eh nicht kaufen, ja, das Allerwichtigste natürlich. Aber es gibt solche und solche Phasen, und das ist ganz wichtig, dass sie das auch miterleben. Wo merken Sie die größten Unterschiede? Natürlich merke ich die größten Unterschiede bei den Einkäufen unserer Kunden, weil die letzten Jahre natürlich, zuerst mit der Corona-Krise und den Lockdowns, dann der Krieg dazu, die Inflation, die Kaufkraft vermindert haben und auch natürlich die Kauflust eingebremst haben, nicht? Menschen machen sich Sorgen und sicherheitshalber bewahren sie sich ein bisschen Reserven auf, ja? Das Schöne ist aber eigentlich, aus den Sorgen wird man ja gleich rausgerissen, wenn man ihren Babyshop betretet, weil da ist ja eigentlich alles so romantisch. Merken Sie das auch, dass man dann sagt, okay, man ist ein bisschen noch vielleicht skeptisch hineingekommen und dann denkt man sich, oh Gott, ich habe so schöne Sachen gefunden, man vergisst dadurch auch die Sorgen. Wir merken das schon teilweise, aber wir merken schon auch, dass Vernunft vorherrschen muss in manchen Fällen, ja, und das verstehen wir auch. Und wir versuchen uns auch diesbezüglich anzupassen, indem wir wirklich ein Warensortiment anbieten von wirklich günstig bis halt auch ein bisschen weiter hinauf. Und immer dabei schauen, dass wir sehr, sehr gute Qualität haben. Das ist also eigentlich unser Grundsatz. Das muss immer bleiben. Gute Qualität. Jetzt haben Sie zwei unglaublich herzige Enkelkinder neu dazu bekommen, ja, Mädchen und Bursche, was ich erfahren habe. Wie geht es da auch den Müttern jetzt, ja, wenn man denkt, okay, die Zukunft der Kinder? Ist das ein großes Thema, dass man überhaupt sagt, oh, hätte man überhaupt ein Kind bekommen sollen? Ist die Welt in einer guten Verfassung? Wie haben Sie das Ganze miterlebt? Ja, Sie haben völlig recht. Die Mütter machen sich Gedanken. Natürlich, jede Mutter, die ein Kind möchte, bei der überwiegt mal der Optimismus, dass man es schaffen wird. Ja. Aber zum Beispiel ich, wo ich schon länger auf der Welt bin, mache mir auch Gedanken, wie wird das mit der Klimakrise, wie werden meine Enkelkinder leben können, wenn sie in meinem Alter sind? Was wird da leistbar sein? Wie wird die Temperatur sein? Wie wird die Weltsituation sein? Absolut. Jetzt ist die Inflation ja ein bisschen zurückgegangen. Die große Frage, die sich uns stellt, ist es spürbar, wenn man jetzt einkaufen geht und Co. Haben Sie da gemerkt, okay, im letzten Monat es wurde ein bisschen billiger, oder sagen Sie, nein, es ist immer noch wahnsinnig überteuert? Also bei uns ist einmal nichts überteuert, aber ich muss sagen, die Inflation schwankt ja jetzt schon in der letzten Zeit ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Und dass es jetzt ein bisschen besser geworden ist, das ist noch nicht ganz so durchgedrungen zu den Käuferinnen, glaube ich. Also noch merkt man es nicht wirklich. Es ist auch noch nicht die warme Jahreszeit so angebrochen, dass die Leute flanieren und dann doch aus Lust und Liebe was einkaufen, so was sie nicht geplant haben. Das hoffen wir, dass das noch kommen wird. Wenn Sie im Bekanntenkreis nachfragen, gibt es da ähnliche Entwicklungen, dass Sie sagen, okay, auch da gab es ein bisschen ein Umdenken, oder es musste leider ein Umdenken sogar geben, ein bisschen sparsamer musste man sich verhalten. Was sind das so die Reaktionen im Bekanntenkreis vielleicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Menschen, die immer sparen mussten oder gespart haben, mussten das jetzt natürlich noch ein bisschen mehr. Und wenn das Geld nicht so eine große Rolle spielt, weil man gut verdient, diese Menschen haben sich dann auch nicht jetzt einschränken müssen oder einschränken wollen. Ja? Das heißt, Ihr Ausblick noch für die Zukunft abschließend, weiterhin wunderschöne Produkte natürlich, ich selbst bin begeistert, sehen Sie da auch weiterhin dennoch einen sehr guten Anlauf von Kundschaft, dass man weiterhin sagt, man legt ganz viel Wert eben auf die Qualität der Babyprodukte, ja? Man spart lieber mal an einem anderen Bereich. Wie schätzen Sie das ein? Ja, das ist unser Prinzip hier, dass wir auf Qualität Wert legen und natürlich der Meinung sind, dass das erhalten bleiben muss. Ja, wir versuchen das irgendwie so auch finanziell zu gestalten, dass auch in schlechteren Zeiten die Sachen leistbar sind. Aber letztendlich muss die Qualität überleben, nicht die sozusagen Massenprodukte, die gibt es sowieso im Internet.